Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen anscheinend. Wo muss ich denn jetzt längs? Da muss ich hin. Genau, ich hatte ja das Lagerfeuer geholt. Genau. Achso, ich habe den Truthahn. Naja, der hat sowieso nichts Gelbes. Gelbes sage ich schon. Das nehme ich für unterwegs mit. Jetzt sowieso nichts fallen lassen, was ich haben wollte. Oh, alte Autos. So cool. Ich dachte gerade, das sitzt ein Leiche. Ey, das sieht so toll aus. Die alten Straßenlaternen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Das ist so toll einfach. Bin ein bisschen verliebt. So, ich sehe blaue Lichter. Das sind verdorbene Maschinen. Da muss ich gar nicht hin. Was ist dahin? Fuchs. Gute Position, glaube ich, die ich hier habe. Der kommt hier gleich zurück. Jetzt streichel ich ihn einmal mal eben in den Schlaf. Und dann gehe ich, glaube ich, zu den beiden da hoch. Da hinten ist auch eine gute Position, die sie haben. Genau, komm mal her. Komm mal her, mein Schatz. Lass mich dich lieb haben. Na komm, lass mich dich lieb haben. Ich habe so das Verlangen, das hochzujagen. Was bringen eigentlich diese Alarmdinger, wenn sie nicht alarmiert werden? Ich dachte gerade, ihr seht aus wie meine Feinde. So. Der ist beschäftigt, der bewegt sich wahrscheinlich auch die ganze Zeit nicht. Was ist mit dem Freund hier? Kommt irgendwer her? Wieso läuft er jetzt weg? Komm mal wieder her. Dann interessiert sich sowieso keiner für mich. War das jetzt? Wieso läufst du jetzt weg? Komm her! Früher war ich faul und lethargisch. Ich war schwach. Die Eklipse gibt mir Kraft. Die Eklipse. Oh, was? Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Das wollte ich definitiv nicht.
das Ding schon zerstört? Keine Ahnung. Haben sie das schon betätigt? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts. Komm mal her mit deinem Lohbehälter. Ha! Oh, ich hab den getroffen. Na komm. Was ist das denn für einer? Bin ich das? Das Ding ist aber auch an. Begib dich zum höchsten Turm. Ich weiß nicht, ob das sauber gelöst war. Also eigentlich nicht, war es nicht, weil die haben mich immer zu früh entdeckt, aber naja. Was für ein Sieg. Ich bin jetzt nicht so unbedingt beeindruckt von meiner Leistung, aber naja. Es hat ja funktioniert, würde ich sagen. Oh, ich habe eine Menge Metallscherben. Ich wollte gerade rüberfliegen. Wie habe ich mir das denn vorgestellt? Wie das funktionieren soll? Schicke Kiste. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ist das eine Warnung? Oder eine Drohung. Wächter. Wieso leuchtet denn die Linse noch? Leuchtet auch sonst nie. Oder ist es mir sonst noch nie aufgefallen? Ist der höchste Turm das Gebäude, das ich schon gesehen habe? Das da? Könnte sein. Zumindest in die Richtung. Nice, auf jeden Fall. Hast du Glück gehabt, Bunny. Was ist das? Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. That's what she said? Moin. Was eine Aussicht. Oh, das war mal eine Autobahn oder sowas. Richtig cool. Und das auch. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring.
Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf, wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Sollte? Ja, Val. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Sorry, dass ich hier gerade ein bisschen rumrödel. Ich versuche mir gerade meine Sitzposition bequemer zu machen. Auf euer Signal. Ja, Sneaky ist nicht so meine Stärke, wenn ich ehrlich bin. Soll ich jetzt Wahl folgen? Ich bin ja nicht so der Typ Frau, der irgendwelchen Männern folgt. Damit meine ich jetzt natürlich Aloy. Augen verdreht. Dann komm. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Huch. Brenn, Häschen, brenn. Das war's wert. Bist du Wahl? Ich hab uns unser Abendessen gefangen. Geduld, Wahl. Du wirst es gleich sehen. Metallring? Und hoch. Was war... Es hat die Stimme weggebrochen. Nimm meine Hand. Ich könnte mal wieder einen Händler gebrauchen. Ach, Wahl, beweg dich. Wenn ich dir schon folgen muss, dann beweg dich auch. Och, Digga. Geh nicht vorwärts. Mensch. Nimm du den da rechts. Rechts? Wo ist da rechts? Die Sonne brennt die Schwäche weg. Wir werden ihr folgen. Meinst du mit rechts wegschießen? Ups. Willst du weglaufen? Das ist nicht so gelaufen, wie ich dachte. Aber ehrlich gesagt dachte ich, aua, dass es da oben weitergeht. Und ich wusste nicht, ich habe nicht gesehen, dass es vier sind. Ich habe doch gesagt, ich habe es nicht so mit Sneaky. Sollte ich vielleicht mal Fallen benutzen? Achso, das hat ja eben schon nicht funktioniert. Was ist hier oben? Da kann ich nicht hoch. Upp. Wo ist jetzt Wahl hin? Ich vermute mal hier oben. Zwei. Nimm du den linken. Links. Okay. Diesmal tue ich, was du sagst.
vertraue niemanden. Ich hatte jetzt Angst, dass er seinen Job nicht richtig macht. Ich will gerade das Lagerfeuer machen. Oh, jetzt wollte ich... Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Ja, man sieht's. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Meinst du, deine Mutter lässt das zu? Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Ja, dann mal. Ahoi, oh nein. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Danke. Und reib mir doch noch unter die Nase, dass das nicht gerade meine Stärke ist. Oh, jetzt hatte ich kurz Angst, dass der mich gesehen hätte. Was macht der Pisser denn jetzt da? Tagesanbruch. Was gestern war, ist Geschichte. Okay. An Aloy ist ja richtig ein Poet verloren gegangen. Du hast mich also gesehen, Schwachmat. Drei Schläge von oben. Der Brüllrücken hat nichts gesehen. Was macht der? In Verderbung baden? Oh ne, da ist gerade einer links gelaufen, der verdorben ist, ne? So, den kann ich mal gänzlich vergessen. Sollte es nicht versuchen, jemandem Headshot zu verpassen? Das geht sowieso nicht gut. Dieser Brüllrücken ist aber auch ein bisschen unbeständig. Da hockt einer. Ich muss nur richtig auf die Lore zielen und schießen. So, nochmal verstecken. Richtig auf die Lore zielen. Komme ich denn irgendwo näher ran ans hohe Gras? Sieht er mich hier? Nee. Dem könnte ich natürlich ins Auge schießen, aber ich glaube, ein One, wenn die verdorben sind, halten die mehr aus als ein Schlag. So, was ist hier noch so? Der komische Typ? Da
komme ich von hier nicht ran? Was? Oh Gott. Oh Gott. Wo kam der denn auf einmal her? Im hohen Gras müsste der dürfte die Leiche eigentlich nicht sehen. Da komme ich nicht weiter, ne? Ne, der guckt her. Da komme ich auch nicht weiter. Oder? Kann ich von hier schießen? Ich glaube, ich muss auf den Boden schießen, ne? Nee, ich muss weiter um die Ecke. Tatsächlich an dem irgendwie vorbei. Okay, gut. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Du bist so schlau, Aloy. Geh mal weg. Ich habe sie. Oh nein, scheiße, stimmt, der Brüllrücken. Aua, 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 aua. So, erstmal ein bisschen Rüstung abschießen. Wenn das geht. Raus aus der Schusslinie. Das geht gar nicht. Hallo. Was ich aber auch nie so richtig treffe. Komm her, lauf durch meine Falle. Killstil mit dem Brüllrücken. Mutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt.
Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Okay. Siegreich mit der Kriegsherrin. Die werden niemanden mehr umbringen können. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Ich brauche wieder Zunder. Zunder, hallo. Loot. Absolut kein Platz dafür. Ja, dann halt nicht. Kann ich den Trankbeutel nicht irgendwie herstellen? Kapazität, Trank. Was sieht denn hier aus wie Trank? Das sieht aus wie Trank, das ist kein Trank. Das ist Trankbeutel. Da fehlt mir eine Waschbärhaut. Waffenbeutel kann ich noch erhöhen. Aber so viele Waffen habe ich gar nicht. Aber es kostet nicht viel. Also mache ich das mal eben. Modifikation ist auch gut. Jägerköche. Ist immer noch zu teuer. Stolperfallen. Zu teuer. Ach, Seilwerfer benutze ich nicht. Was trotzdem mal. Einfach damit ich es getan habe. Schleuder ist auch gut. So. Achso, konnte ich ja eben schon nicht. Ich glaube, der hatte auch einen Trank. Ja. Wüstenglas. Oh, ich könnte einen Händler gebrauchen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das stimmt, Aloy. Schlagscheinglas. Moin. Blumis nehme ich. Alles her damit. Rohstoffkiste, nehme ich auch. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Leichtes Gepäck. Oh, mir fehlt gerade die Melodie im Kopf. Und es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Oh ja, ja, leichtes Gepäck, ich weiß. Blumen! Schon eine gute Base aber hier gewesen. Muss man den ja lassen, ne? Hat er noch was? Ja. Das leuchten die, glaube ich, auch nicht mehr. Da hinten ist noch einer. Nee, der hat einen Trank. Hattest du auch einen Trank? Nein. Quarzkiste. Huh. Ach, das war der Löwebehälter. Sieht sonst gut hier aus. Begib dich zum Kaja-Dings da.
Streithorn. Begib mich erstmal dahin. Ich begib mich aber erstmal zum Folgenende. Oh nee, muss ich da hochklettern? Das ist bestimmt. Oder ist es irgendwie. Nee, doch, es wird wahrscheinlich irgendwie so hoch sein, dass man das hier als altes Gebäude sehen kann. Oder das da. Aber das ist zu groß, als dass es das sein könnte. Dann müsste das Panorama ja hier sein. Also, in der nächsten Folge holen wir uns dieses Panorama. Dann holen wir uns noch das Ding. Und das Lagerfeuer. Und dann gehen wir, glaube ich, hier nochmal rum. Ich glaube, das haben wir ja gar nicht... Nee. Was haben wir nicht gefunden? Was ist denn Teufelsdurst? Ach, da unten. Das hatten wir nicht gefunden. Dann holen wir uns die hier alle nochmal. Dann gehen wir hier nochmal rum. Genau. Das ist der Plan. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.